Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Sim World. Wir sind heute in Philanthrop und sind mit der 155 unterwegs. Reguläre Güterzüge mit dieser fahren zum Elver Linsen Elektrizitätswerk und liefern Kohle. Alles klar, ja dann. Welche Sachen tun wir mal aufrüsten hier? So, steigen wir mal ein. Südeli, Tür zu. Ich bin gerne langsam. Wieso ist hier so ein Squishy-Sound hier drin? Ist hier nass und schimmelig oder was ist hier los? Okay. Batterie auf ein. Kompressor auf automatisch. Sieber lassen wir aus. Ich weiß, dass wir jetzt am Anfang arrangieren müssen. Lasse ich die PCB erstmal aus, bis wir dran sind. So, einmal hier rein. Funktioniert der Raydriver? Ja, der funktioniert. So, Transformator auf an. So, Stromabnehmer aufheben. Die Oberleitung ist ein bisschen tief hier, hä? So, da, Trennschalter aufschließen. Na? So, jetzt auch. Kompressor auf automatisch. Haben wir auch gemacht. Und Spitzensignale machen wir an. Also ich hätte gerne alle drei. Ah, hinten spare ich mir jetzt gerade. Hier gehen wir mal auf ein. Okay. Begeben Sie sich zu dem Kopfgleis und bereiten sich davor, rückwärts auf das angrenzende Nebengleis zu fahren, um mit den Kohlewaggons anzukoppeln. Alles klar. Wissen wir mal. Warte mal, das war jetzt aber ziemlich leise. Warum ist das so leise? So, gehen wir mal düsen. Warte mal, warum fahren wir nicht? Ach so. Deswegen fahren wir nicht. Und bei Handbremse dran. So, jetzt aber. Ist es draußen auch so leise? Klingt die wirklich so? Es klingt so falsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Original Zughorn ist. Naja. Einer der Zuschauer wird das garantiert wissen. Jetzt geht er ein bisschen ruhig hier drin. Ach ja, die alte Dame hier. Das wird spaßig. LZB, Nuthalt. Die werden wir gar nicht anschmeißen. Okay, da nach dem Zwerg halten. Alles klar. So, ich glaube, so ist jetzt mal gut. Und wir stehen. Stellwerk kontaktieren. So, du gehst auf aus. Schlüssel raus. Neutral. Und auf die andere Seite. Das triggert mich schon ein bisschen, dass ich hier so einen squishy Sound habe. Kann ja jetzt sein, dass die undicht ist. Also kann schon sein, aber das will ich nicht. So, vorwärts. Einmal ein. Lösen. So. Abfahrt. Ah. Habt ihr was vergessen? Mein Kollege. Gute Fahrt.
Bei dem schlechten Wetter hier. Da sind sie ja, unsere Wagen. Nö, Heizung braucht man eigentlich hier auch keine. Überschaubar eigentlich, was man hier so hat. Aber mal richtig schön ranknutschen. Schön sanft. Jo, brauchen wir da noch. Okay, wir sind dran. Dann einmal ankuppeln. Oh, da kommt eh nichts. Nö. Zitterle. Perfekt. So, Tür zu. Dann hier mal wieder abrüsten. Neutral, du gehst auf aus. Einmal so. Und die Lichter machen wir hier wieder aus. Okay, irgendwas vergessen? Ne, glaub nicht. So, Tür zu. Jetzt schalten wir die PCB ein. Mittlere Zugart wird schon passen. Hab's jetzt nicht ausgerechnet. Einmal nach da. Einmal nach da. Das alles an. Instrumentenbeleuchtung hätte ich gern an. Diese Kohlelieferung muss nur bis Werdol gebracht werden. Ein lokaler Rangierer wird das letzte Stück der Strecke bis zum Kraftwerk übernehmen. Oder habt ihr es nicht nachgebaut? gut. Schauen wir uns mal unseren Verband kurz an. Ernsthaft? Also, wenn das bisschen die Kohle sein soll. Ist da in irgendeinem ein bisschen mehr drin? Ja, das ist richtig viel Kohle, was wir da heute mal so ziehen. Sag mal, Walliser, bist du dir sicher, dass ich da die... Ach, was soll's. So, Kamera wieder nach vorne. Ich bin ja de facto leer. Alla. Ich dachte, etwas mit ein bisschen was Gewicht dran. Bremsen gelöscht. Und wir geben mal Gas. Moment. Das funzt nicht. Fahrstufe 0, Fahrstufe 1. Wieso machst du nichts? Achso, weil du auf aus bist. Entschuldigung. Ah! Ich darf zuerst raus. Sorry, Kollege. Hä? Du bist jetzt wieder auf die Null runter. Nice. Ich weiß nicht. Im Führerstand wirkt das einfach irgendwie alles viel zu leise. Presse und so weiter ist ja an, ne? Ja. Kühlungslüfter. Ah, besser. Jetzt, wo die Kühlung mit an ist. Warum hat er mir nicht gesagt, ich soll das anmachen? Jetzt sagst du uns eine Trafobelüftung. Das ist jetzt nur die Trafobelüftung. Ah, wir machen mal beides an. Habe ich dich jetzt kaputt gemacht? So, jetzt aber.
So. Ja, richtig schön laut jetzt. Oh, schaut mal, wie der Strom ab dem nach oben geht. Noise. Leistung. Ist so schön, dass die Energieanzeige da voll am Ausmaxen ist. Das muss bestimmt so. Ach, das tut mir jetzt aber gerade schon ein bisschen ärgern, dass wir da nur so einen Kohlestaub transportieren. So, einmal ganz nach unten. Was wird erfalten? So, nach unten laufen, bitte. Hast du... Ach so, so wäre hoch. Ah, ich kann das auch so machen. I see. Screenshot. Machen wir mal so. Wir werden sogar langsamer jetzt, was runtergeht. Wie war das jetzt? Halten. Hoch. Das finde ich jetzt echt mega geil, dass da unten diese... Oh, scheiße. I have to break. Und auf die 70. Warum gehen jetzt die Scheibenwischer an? Was? Will ich nicht. Sogar auf 60 unten. Kannst du mal wieder hochgehen? Interesting. Warum gehst du jetzt nicht hoch? Mal durchschalten. Jetzt. So langsam müssen wir ja dann auch nicht fahren. Ja, Stufe 1. Mal schauen, wie sich das so gibt. Wir dürfen dann eh gleich wieder 100 düsen.
Irgendwas macht. Interessant. Windows Gedingense. So. Dann Leistung. 100. So, nach dieser Fahrt werde ich mich dann wieder nach Deren Valley begeben. Das ist jetzt richtig cool mit dem neuen Update. Also, das macht mir momentan ein bisschen mehr Spaß als bei Rainbows Online. Und Deren Valley spiele ich für mich ein bisschen in VR. Das ist einfach so viel geiler in VR. Schon wieder bremsen. Kann ja gar nicht schnell fahren. Ah, 70, 100, jetzt 80. Voll die Entschleunigung. Komm, weiter runter. Ah. Ich hätte schneller bremsen sollen. Okay. Wir wissen, dass die Notbremse auch funktioniert. Sehr geil. Schön im Tunnel, wo es dunkel ist. Ja, lösen wir komplett, bitte. Oh, glaube ich, jetzt ist gut. Die Beleuchtung fährt da in der Mitte. Das ist geil, dass ich da hier nichts sehe. Ah, gibt es da noch eine andere Instrumentenbeleuchtung? Das Kabinenlicht kann ich mal anmachen. So ein Kack. Mann. Hoffen wir mal, dass es die letzte Zwangsbremsung gewesen ist. Ah, ich und die PZB. Also da hinten haben wir da 110. Ah, das ist... Oh, bitte sag mir, dass das nicht die ganze Zeit so ist. Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. Wenigstens blockiert mich nichts. Das ist ja schon mal eine Sache. Was klappert hier hinten so? Okay, interessant. Das klingt irgendwie so, als hätte ich irgendwo eine Flachstelle. Ja, das ist erst seit dem Nothalten. Also nicht, dass ich jetzt wirklich wegen der Bremsung jetzt irgendwo eine Flachstelle habe. Das doch nicht simuliert haben, oder? Nee. Starfield Games. Yay, 15,5 Kilometer gefahren mit dem Ding. Ja, echt schräg.
Wenn wir da irgendwie Zeit haben zum Anhalten, muss ich mal optisch kurz gucken, ob ich irgendwas sehe bei den Rädern. Mein Kollegen und ciao. Oh, da steht keiner und macht Fotos. Andererseits, die Wagen wiegen nichts, wir haben eine Vollbremsung, nicht so viel Druck auf die Räder drauf, dass die natürlich dann rutschen, glaube ich, ist gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Südre, an dem Ort anhalten, Werdohl, 7,3 Kilometer, können wir noch ein bisschen Gas geben. Wir dürfen ja wieder. Mein Kollege, ich schalte mal mit der Kamera. Nee, ich sehe da nichts. Wenn, dann glaube ich, ist es einfach nur akustisch. Ach ja. Ey, was war das da? Ah, Kamera. Also, meine Abstellung. Ob das wohl schlimmer wird jetzt da in der Simulation, wenn ich nochmal eine Notbremsung mache? Irgendwie hätte ich ja schon Bock, da jetzt nochmal in die Eisen zu gehen, aber ich will auch ankommen. Das ist jetzt auch so geil in Deer Valley, dass ja die Bremsen ja komplett überarbeitet worden sind. Wo die ja überhitzen können. War dann richtig schön rot, bis sie dann irgendwann nicht mehr gehen. Ist schon cool, was sie mit dem gemacht haben. Was natürlich der Oberhammer wäre, ist, wenn du da irgendwie deine eigenen Karten zusammenstellen könntest und strecken. Dann hätt's Railroads Online echt schwer. Ja, 40 km/h in 4 Kilometern. Das sollte vielleicht bremsen. Also jetzt noch nicht, aber bald. Ob man das jemals erleben werden, dass die Ebola mal funktioniert? Das wäre eigentlich eine echt schöne Sache. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, das umzusetzen. Und es gibt ja Third-Party-Apps, die das ja schon seit Ewigkeiten machen. Ich glaube, Susi kann es auch. Aber alle anderen Simulatoren, nix Ebola. Nur noch 2 Kilometer. Tust du mir das schon andeuten? Ja, tust du. So, diesmal tue ich schneller bremsen. Komm rein. Du musst mindestens auf 170 kommen. Gott sei Dank.
Nur zur Sicherheit. Jetzt sind wir sogar auf die 40 schon unten. 50 wäre hier. ...1,5 anhalten. Wo geht's denn da hin? Da geht's nicht sehr weit. Alles klar. Guck, du kannst noch ein bisschen ziehen. So, Stufe 0. 45. Ah, da ist es. Alles klar. Und nochmal. Oh, da war jetzt die 40. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen schnell. Aber nur ein bisschen. Oh, bitte lösen. Interesting. Ja, ich wäre noch ein bisschen gern weitergefahren, aber ist wie es ist. Aber immerhin. Zwangsbremsung haben wir gekriegt. War ja irgendwie klar. Und das E-Werk ist dann wo hier? Aufpassen auf die Magneten da. Yes, 500 Hertz. Sagt hallo. Oh, da ziehen wir noch ganz nach vorne. Dann ist es gut hier. Oder bleiben wir bei der Markierung stehen? Ja, bleiben wir bei der Markierung stehen. Wow, das Signal ist ein bisschen schwarz. So, bremsen. Okay, hätten wir geschafft. Ah, stellen Sie die Lokomotive hier ab und steigen Sie aus, um eine andere Aufgabe anzunehmen. Eine weitere Lokomotive wird später eintreffen und diese Begrund zum Kraftwerk bringen. Alles klar. Gut, dann machen wir die Chef aus. Aus. So. Ist der aus? Ne, nicht rot. Aus. Aus und aus. Moment, konntest du in der Mitte... Nein, das ist... Rechts hier? Ne, du hast es nicht ganz nach hinten. Handbremse ist angelegt. Sonst noch was? Beleuchtung könnte man ausmachen. So, da Instrumentbeleuchtung machen wir auch aus. Perfekt. Stromabnehmer bleibt oben. Okay. Steigen Sie aus, um Ihre Arbeit zu beenden. Ist das jetzt wirklich schlau, Batterieisolation anzumachen und Stromabnehmer ist oben? Gerne meine Kommentare reinschreiben. Also ich hätte jetzt Stromabnehmer runtergemacht und dann ausgemacht. Aber will er nicht. Ach, und die Belüftung läuft ja noch. Mal ausmachen hier. Kompressor ist noch an. Ach, ich lasse es mal so. Darf sich der nächste angucken. So, Tür zu. Hallo? Hallo? Muss ich das wieder so machen? Ah, nicht klar. Das ist ein kurzes Stück Schiene hier. Was? Hammer? War ein Hammer? Oh lol, diese Sammelaufgaben in diesem Spiel.
Ja gut, liebe Leute, das war's mit der 155. Kurze Reise, aber mit Zwangsbremsung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer hier in Trails in World. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.